Was ist denn das hier? Autopass, ne? Bucht jetzt schon selbst. Was? 234 Euro? Ich glaube, das wäre günstiger gewesen, wenn ich da jetzt durch den Schalter gefahren wäre, oder? Kann natürlich sein, dass sich das preislich so ein bisschen unterscheidet. Na, haben wir richtig Kohle aus dem Fenster geworfen. Ich meine, bei 60 Millionen 655.820 Euro, da macht sich das natürlich bemerkbar. Ja, also 234 Euro, die muss man auch erstmal haben. Ne? Klarer Fall, ne? Naja. Ja, ich weiß nicht, ob die Leuchten unten alle nicht ein bisschen zu viele sind. Weil guck mal, das alles haben wir an Beleuchtung. Das sieht ja fast schon aus wie so eine Lichterorgel hier. Wirklich, ne? Nur die oben, die sind gar nicht richtig mitbeleuchtet, ne? Der war wahrscheinlich richtig verwirrt, ne? Weil er dachte, wie kann das denn jetzt sein? Wieso hupen da zwei LKW? Diese Kombination aus zwei Hörnern ist, denke ich mal, gut. Aber was mich so ein bisschen daran stört, ist, dass das so vorne so übersteht. Die so ein bisschen... Ja, aber wir lassen das jetzt erstmal. Das ist in Ordnung. Oh, und in 500 Kilometern ist auch schon der Tank leer. Aber das ist ja auch nicht schlecht, weil dann müssen wir wenigstens manchmal tanken. Der andere, da bist du ja 5000 Kilometer fast gefahren, ohne nachzutanken. Das war dann fast schon ein bisschen langweilig. Eine Tankanzeige. Ach, da unten, da über den 1076. Der eine Tankbalken. Was haben wir noch? Wir haben hier Verbrauch irgendwo. Der liegt jetzt hier. Na, bei so 47 Litern gerade, ne? Ach, jetzt sehen wir auch gerade, wie er beschleunigt. Wenn ich jetzt Gas gebe, ne? Genau, da sieht man genau. Ah, ja, wie landet der denn da? Das war ein Flugzeug von Norwegian Air Shuttle wahrscheinlich, so wie das aussah. Aber. Du, ich mache hier mal besser wieder die andere Ansicht. Die ist, denke ich mal, am besten. Ja, oder die? Ich lasse die jetzt mal. So, 90. Ja, komm, das ist ja für uns jetzt kein Problem. Wir brennen hier durch. Wie geisteskrank. Halt das hier auch? Nee, leider nicht. Das ist ein Horn jetzt, ne? Das sind jetzt drei Hörner gleichzeitig. Wir könnten sogar noch mehr gleichzeitig machen. Indem wir einfach noch ein paar verschiedene aufs Dach gleichzeitig machen. Aber gut, ich denke mal, das wäre dann schon zu viel fast. Ist das hier nochmal die... Ja, das ist jetzt eine andere Brücke. Oh, sieht interessant hinter uns aus. Also ein Fehler bei der Darstellung. Und in 60 Kilometern sind wir auch schon da. Gut, das Anlegen. Das Anlegen, das. Nicht anlegen. Ich bin echt ein bisschen durcheinander schon. Das Rangieren, das denke ich mal, ist ganz einfach, weil soweit ich weiß, gibt es nur die Möglichkeit, dem das da irgendwo gerade hinzustellen. So richtig mit Rangieren ist das, glaube ich, gar nicht möglich derzeit. Und ich frage mich auch in echt, wie man mit so einem Ding rangieren soll. So, pass mal auf, ich bleibe jetzt mal hier. Da hat uns jemand gegrüßt. Ich grüße mal zurück, obwohl er das jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr hört. 172 Euro, um Gottes Willen. Hör mal, das sind ja schon horrende Preise hier, ne? Was gibt's denn? Gibt's hier gratis Getränke und Versorgung auf der ganzen Strecke mit zusätzlich oder warum?
Also das ist ja eine Frechheit. Da haben sie noch nicht mal Platz hier oder Geld, ihren Leuten, die hier arbeiten, hier ein richtiges Büro da einzurichten oder so einen richtigen Platz mit Computer, ja? Mann, Mann, Mann. Aber ist schon ein Riesenteil, der was wir hier haben, ne? Bin ich schon stolz drauf, ja? Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir hier so, ja, ganz majestätisch rausfahren. Komm, fahr noch hier schnell durch. Ach nee, doch nicht, brauche ich gar nicht. So, und wir sind jetzt hier nach Trelleborg gefahren. Und das ist auch ein bisschen größer hier scheinbar. Das ist ja wirklich der Hammer, dass es hier so große Autobahnkreuze gibt. Das ist ja richtig spannend. Und wir sind in Schweden. Gut, das erkennt man jetzt direkt daran, weil wir hier diese IKEA-farbenen Schilder haben. Vielleicht könnte man ja noch mal eine Nummer länger machen, wo man dann noch einen hinten dranhängt. Ja, oder? Warum eigentlich nicht? Aber da braucht man mindestens 800 PS, sonst kommt es ja gar nicht mehr vom Fleck. Sag mal, habe ich nicht hier damals mal ein Bild gemacht mit euch? Mit dem Volvo FH 16 Classic? Ich meine ja. Wo ich doch so stolz war, ne? Wisst ihr noch? Ich bin ja ein Master in Thumbnails machen. Oh ja. So, ich würde gerne, wenn es geht, ein Thumbnail im Kreisverkehr mal machen, in dem dann einmal so richtig bewusst wird, wie groß das Ding hier eigentlich ist, was wir hier haben. Na gut, es geht so eigentlich jetzt gerade nicht gut. Vielleicht hier bei der Ausfahrt, dass wir das irgendwie machen. Ja, immerhin, ne? So, jetzt sind wir hier in Trelleborg und jetzt müssen wir noch ein bisschen durch den Ort. 18 Kilometer sind das noch. Das ist ja ein megamäßig großer Ort. Also, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Dann sieht das hier echt majestätisch aus, wenn hier so ein Riesending hier sich durchschiebt. Und wir haben dänische Kennzeichen. Oder vielleicht. Na, nee, das. Nee, hier so geht das nicht. Ist schon okay. Wir haben ja eben schon mal Schönes gemacht. Also, das hat ungefähr den gleichen Radius, wenn man so eine Kurve fährt, oder diesen Abstand, den man benötigt, wie ein, ja, sag ich mal, normaler LKW. Mit ein bisschen mehr Ausholen geht das dann. Ne, ein bisschen mehr Ausholen als beim normalen, dann ist das gegessen eigentlich. Boah, Mann, das Ding sieht ja hier gar nicht. Kaum sind wir hier auf Reisegeschwindigkeit gelangt, ist ja auch schon wieder der nächste Kreisverkehr. Ja gut, das wird jetzt natürlich lustig, ne? Das ist ja ein richtiger Kreisverkehr. Guckt euch jetzt mal an, wie das hier alles leuchtet. Schick, schick. Nur wir fahren so langsam, hier kann ja jemand aufspringen und mitfahren. Das ist ja. Das ist überhaupt nicht schnell, aber sieht spannend aus. Du, da mache ich mal hier mein Bild, das sieht toll aus. So, ich mache jetzt hier gleich ein Bild von. Please do not park in areas of high traffic, such as the. Was? CD? Was ist das denn für eine Straße? CD Road? Kann mir da jemand von euch weiterhelfen? Ich weiß auch nicht, was das für eine Straße sein soll. Wie ist das?
Pass auf, ich mache jetzt hier mal so ein Bild. Das sieht toll aus hier. Ne? Gut, mit dem Blinken sah es auch noch mehr aus. Stell dich mal vor, wir wären jetzt hier am Ziel vorbeigefahren. Das wäre richtig ärgerlich gewesen. Also das ist hier so richtig am richtig in der Pampa wieder. Aria. Ja, wo? Na komm, das ist hier so das Gleiche. Da können wir da hinfahren, das ist ja kein Problem. Das ist ja das Leichteste auf der Welt. Ja, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Jetzt müssen wir mit dem ganzen Konstrukt ein bisschen zurück. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn jetzt machen? Uah. Uah. Lässt sich das eigenartig fahren? Ey, wie soll das denn gehen? Nee, falsch rum, falsch rum, falsch rum, falsch rum. Nee, immer noch falsch rum. Oh Gott. Ach komm, nee, komm. Hier. Nee, wie mache ich das denn jetzt? Mist. Ach, da muss jetzt hier Mist eingebrockt. Nee, pass mal auf. Neuer Lösungsansatz. Wir müssen noch mal hinfahren und sagen, wir können das doch nicht. Ach, der Drehkreis ist aber gut, ne? Komm, ich hoffe, das kann ich jetzt hier noch abbrechen. Ah! So, boah. Und ich erzähle ja einen, das ist ja nicht schwer. Ich habe das schon mal gemacht, aber da musste ich wirklich nur richtig gerade drauf fahren. Und da ging das auch. Nur sofern man dann einmal zurückfährt, dann ist die Gesch. Ach so, ich bin jetzt abgekoppelt. Oh, ich dachte schon. Kann ich den eigentlich wieder ankoppeln? Nee. Gott sei Dank, dass ich das Ding jetzt los bin. Ich glaube, ihr seid genauso froh, weil wenn wir das jetzt hier noch hätten machen müssen, hätten wir eine Dreiviertelstunde hier noch gesessen. Wir können ja gucken, vielleicht gibt es ja hier einen schönen Auftrag. Vielleicht haben wir hier auch einen Doppelanhänger, ne? Wer weiß. Frachtmarkt? You have YouTube channel? I can subscribe. Ah. Do you want subscribes? I subs today. Nee, die haben das hier, glaube ich, nicht, weil die beiden, die kann man eh nicht verändern. Hello. Nee, komm, da antworte ich doch jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, Mensch, für so ein Gelaber. Ich würde sagen, wir stellen uns hier einfach hier hin und wir suchen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme einfach ganz nett irgendwas Neues, was wir, ach nee, oder wir stellen uns. Ja, oder wo wollen wir uns denn jetzt hinstellen? Was haben wir denn hier? Ist es irgendwie mit Kühen oder so? Nee. Wir können uns doch hier nicht da gleich irgendwie hier zwischen den Zaun stellen zu den Tieren. Ich parke uns einfach mal hier vorne. Hier vorne stören wir keinen. So. Ich kann sogar hier das anmachen. Das sieht nach ganz schön viel aus dann. Ne? Ei, ei, ei. Am besten so einmal ganz rings um den LKW herum. Die ganze Silhouette mit Lampen versehen. Ne, das wär's jetzt. Ne? Ja.
Gut, ansonsten, ja, wir sind jetzt hier gut hingekommen, haben hier heute zwei schöne Aufträge gemacht. Ja, dann beim nächsten Mal können wir natürlich gerne nochmal so einen großen Auftrag fahren oder wenn ihr mal einen Wunsch habt, wo wir hinfahren sollen konkret oder wo wir mal nach Aufträgen gucken sollen oder wenn ihr sagt, wir sollen mit dem Auto mal irgendwo hinfahren, weil da irgendwas schön ist, dann können wir das gerne machen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.